Am Samstagnachmittag hat nochmals eine Pressekonferenz im Gemeindeamt in Eck stattgefunden. Die Beamten des Landeskriminalamtes und der Spezialisten aus Wien haben nun eindeutig feststellen können, dass der Brandausbruch im Verbindungsgang zwischen der Kapelle und den Toiletten stattgefunden hat. Es ist dort ein Verbindungsgang. In diesem Gang war ein Abfalleimer situiert. Und die Spuren lassen eindeutige Schlüsse zu, dass hier der Brand begonnen hat und sich dann ausgebreitet hat. Nach wie vor sind die Ermittler noch am Unglücksort. Es gibt natürlich hier noch eine Großzahl von Spuren zu sichern. Für uns ist natürlich auch von Interesse, wie kam es zum Brand. Das wird man unter Umständen durch die Spurenträger, die wir nun einsammeln und in Wien im Bundeskriminalamt dann auswerten, feststellen können. Da läuft es heute noch und morgen den ganzen Tag. Unsere Brandermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes ist hier vor Ort seit gestern Nacht und von Wien, vom Bundeskriminalamt, sind hier Spezialisten da, Techniker, Chemiker, die diesen Bereich wahrnehmen. Also das Kriminaltaktische machen unsere Leute des Landeskriminalamtes. Der wissenschaftliche Bereich wird von den Beamten des Bundeskriminalamtes wahrgenommen.